Ab in die Mitte ist die City-Offensive in Sachsen. Seit 18 Jahren wird der Innenstadtwettbewerb jährlich durchgeführt. Weit über 300 Projekte wurden seitdem eingereicht. Durch die finanzielle Unterstützung aus Förderprogrammen des Freistaates konnten so schon einige Ideen und Initiativen zur Belebung der Innenstädte angeschoben werden. Erst zum zweiten Mal hat sich die Stadt Brandes in diesem Jahr beworben. Unter dem Motto Lebensraum Stadt, Handel, Wandel, Vielfalt konzeptionierten Stadtverein, Verwaltung und Schule ihre Zukunftsvisionen für die Innenstadt, genau genommen das Dreieck Schulcampus, Kulturzentrum und Ratskeller mit künftiger Bibliothek. Damit setzte sich Brandes gegen die 47 weiteren Beiträge in diesem Jahr, dem Teilnehmerrekord, durch. Der erste Platz ist mit 30.000 Euro dotiert. 30.000 Euro sind nicht wenig, ist ein toller Impuls und damit können wir anfangen. Und das ist das Entscheidende. Wir können anfangen mit Ideen, die wir haben. Ideen, die wir gemeinsam entwickelt haben mit den Anliegern der Hauptstraße, mit den Schülern von unserem Campus und der Stadtverwaltung, die Innenstadt neu aufzuwerten, Aufenthaltsqualität hier zu schaffen mit innovativen Ansätzen. Und das ist der Startschuss. Es ist mehr ideologisch, denn für 30.000 Euro, das ist sozusagen der Hauptgewinn, werden Sie mehr als anfangen nicht können, aber Sie können anfangen. Und ich hoffe, dass wir auch mithilfe des Stadtrats da den einen oder anderen Euro noch drauf tun können, damit wir das Gesamtziel, was wir haben, tatsächlich zu einer neuen Neudefinition der Innenstadt zu kommen, einen Schritt näher kommen. Die Innenstadt als Ganzes soll neu gedacht werden. Als Kultur- und Bildungsraum, als moderne Wohnstube. Ein Ort der Begegnung, des Erlebens und des Wissens, wie es im Konzept heißt. Hier in dem Projekt steht die Umgestaltung dieser Innenstadt, weil jede Innenstadt steht vor einem Umbruchprozess und den wollen wir genauso gestalten. Und wir stehen hier mitten auf dem Markt und auf dieser Markt soll die gute Wohnstube, das Outdoor-Wohnzimmer werden, wo sich Jung und Alt und vor allem eben auch die Schüler, aber eben auch das gesamte Brandeser Publikum trifft, kommuniziert und hier das Leben stattfindet. Der Schulcampus um Grundschule, Oberschule und Gymnasium zählt rund 1.500 Schülerinnen und Schüler. Erst kürzlich erhielt die Stadt einen Fördermittelbescheid in Höhe von 3,75 Millionen Euro, um diesen Campus weiter auszubauen bzw. dem steigenden Kapazitätsbedarf gerecht zu werden. Ein tägliches Potenzial für die Innenstadt, welches genutzt werden kann. Also dann gibt es Sitzgelegenheiten, die man als Kreis formieren kann, aber auch aufdrehen kann. Da vorne ist dann eine Leinwand, das als Open-Air-Kino zu nutzen dabei, mit einer kleinen Bühne davor, gespannt mit Sonnensegeln, die Schutz gegen die Sonne, aber auch gegen Wasser, gegen Regen sind dazu, dass wir hier auch unabhängiger vom Wetter dabei sind und die Verbindung zum das ist ja hier der Vordergrund zur neuen Bibliothek, zum Haus des Wissens. Und die Verbindung zum Schulcampus geht dann über die Hauptstraße, wo es dann Steine geben wird, nachgebildete Granitsteine zum Sitzen mit einer Hörbox drin. Das ist dann die Verbindung zum Schulcampus. Bestehendes wird mit Neuem verbunden. Ein Multifunktionsansatz, der die Jury überzeugte. Im Frühjahr soll mit der Umsetzung der Idee begonnen werden. Insgesamt wurden 100.000 Euro an 6 Projekte vergeben. Zudem Anerkennungs- und Sonderpreise. Aus einem weiteren Fonds wurden 33 teilnehmende Städte und Gemeinden mit je 9.000 Euro bedacht, unter anderem die Stadt Wurzen. Ein Walk of Wurzen mit farbigen Granitsteinen über historische Persönlichkeiten der Stadt in Verbindung mit digitalen Informationstafeln soll hier wieder mehr Leben in die Altstadt bringen.